Und dann plötzlich aus heiterem Himmel hält Heike einen uringetränkten Lackmuspapierstreifen unter die Nase und die Welt steht Kopf. Schatz, was meinst du? Welche Farbe? Welche Farbe ist schwanger? Blau. Blau. Wow. Sie wird Mama. Wir werden Eltern. Ich werde Vater. Tausende kurz angerissener Gedankenfetzen rasen auf einmal in meinem Kopf herum. Was wird sie alles kaufen? Wie viele Babyhauskataloge werde ich wälzen müssen? Kann ich überhaupt noch die binomischen Formeln? Und kann ich dir auch erklären? Werde ich es überhaupt lieben können? Ist es überhaupt von mir? Oh. Und wenn ja, kriegst du dann vielleicht, oh nö, meine Nase? Oder, oh Gott, Heikes Ohren? Und sitze ich dann irgendwann, also ganz bald, an einem Teich mit einem Kinderwagen und füttere Enten und Tauben? Ich bin doch gar kein Geflügelzüchter. Und wird es dann irgendwann aufwachsen, älter werden, selbst erwachsen sein, eigene Kinder haben, mit seinen Kindern, also meinen Enkeln, an meinem Grab stehen und mir eine Schaufel Erde auf den Kopf werfen? Ich bin doch unsterblich. Ich bekam kaum noch Luft. Ich hatte das Gefühl, ich platze gleich. Und wahrscheinlich hätte ich genau das sagen sollen. Schatz, ich glaube, ich platze gleich. Aber was sagt man denn in so einer Situation? Das ist ja eine völlig neue Erfahrung. Gibt es da irgendwas aus der Geschichte, aus der Weltliteratur? Gibt es da eigentlich für alles was, oder? Große Männer und ihre ersten Worte. Einstein, weiß ich, Cäsar, war der verheiratet? Hatte der Kinder? War der nicht mal Kleopatra? Blau. Gut. Ich werde es dem Senat mitteilen. Freunde, Landsleute, Römer, es ist blau. Schreiber Meißel ihren Stein auf da die Nachwelt es wissen soll. Ach, Kleopatra, was ist die Eroberung von ganz Gallien gegen die Rundung deiner Taillen? Sowas meinte ich in der Art. Napoleon. Ha! Hat er Dicken? Aber kleiner. Mon Dieu. C'est bleu. Ach, scheiße, Versailles bei euch als Sandbogen auf Elba. Sowas meinte ich, aber okay. Aber mal im Ernst, was sind denn die bedeutenden, uns bekannten Zitate von Männern, die erfahren haben, dass sie Vater werden? Hä? Nee. Von mir? Niemals. Was? Aber. Ah nein, der Stadt nimmst die Pille. Hör doch auf. Alles nicht besonders preisverdächtig, aber die Chance, als Mann ja etwas Geistreiches oder gar Sinnvolles zu sagen, ist eben auch nicht besonders groß. Ich weiß, ich habe gesagt, oh, blau ist schön schwanger. Ey, Quatsch, schwanger ist eine wunderschöne Farbe. Von einem Tag auf den anderen laufe ich durch die Stadt mit einer schwangeren Frau. Lächelnd. Auf der einen Seite natürlich, weil ich verdammt froh bin, das Kind nicht selber tragen zu müssen. Aber auf der anderen Seite, weil ich so verdammt stolz war. Ja. Aber bei all dem Stolz und dem Lächeln, ich sag's nicht gerne, ich hatte eine scheiß Angst. Ich meine, ich hatte ja keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und in jeder Stunde passieren ja im Körper einer schwangeren Frau die überwältigendsten Dinge. Nicht einmal die NASA kann sich so etwas genial aufeinander abgestimmt ausdenken. Nein, ja wirklich, in dem Augenblick, wo das Spermium, also dieses Pilzding mit dem Schwänzchen dran, ja, wo das Spermium, die Eizelle, wenn das die Eizelle, ich mache das jetzt einmal für euch. Also wenn ich, in dem Moment, wo das Spermium die Eizelle befruchtet, ja. So, da entsteht so eine Art kleines Raumschiff, ja? Mutter und Kind fangen an, miteinander zu kommunizieren. Das Raumschiff schüttet daraus erstmal haufenweise Hormone aus, ja, so eine Art Geheimcode oder Passwort und meldet sich damit beim Lutherplaneten an. Hallo Mama, ich bin da. Hallo, mein Liebling. Daraufhin lockert der Mutterplanet erstmal die umliegende Erde locker auf, damit die kleine Raumkapsel weich und sicher landen kann. Bum, 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 bum. Dann richtet man für die nächsten 9 Monate gemeinsam eine Sperrzone ein und teilt allen anderen Eizellen und Spermien per E-Mail mit, dass kein weiterer Bedarf an Hausbesuch besteht. Ja. Und dann wird gebastelt. Plazenta, Nabelschnur, eigener Blutkreislauf. Und wir reden hier von dem kleinsten Raumschiff, das je gebaut wurde. Ja, bis zur 8. Woche ist es etwa nur Daumennagel groß. Aber die Ingenieure haben bereits Kopf, Rumpf, Gehirn, Rückenmark, ja sogar Finger und Gesichtszüge gebastelt.
Ja, Hormone werden hin und her geschossen, so wie eine Art Nabelschnur Rohrpost. Ein kleines Herz schlägt schon etwa 120 Mal die Minute. Und der Mutter schlägt es auf den Magen. Und ganz nebenbei hat sie noch zu kämpfen mit Kopfschmerzen, Besenreißern, Sodbrennen, Zahnfleischbluten, Haarausfall und anderen schönen Dingen. Aber die Sache will's. Und so kann man schon bald von einem echten Astronautenkind reden. Schwerelos schwebt es dahin. Bald schon reagiert es auf laut, leise, Glück, Angst, Schmerz der Mutter, hell und dunkel. Boah, ein Wahnsinn! Zieh mal die Socken auf, das ist ja wirklich unglaublich. Schrecklich, also auch nicht besser, aber egal. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Eine Frau verändert sich während der Schwangerschaft von einem Lebewesen in zwei und wieder zurück. Darüber gibt es haufenweise Literatur. Aber ich kann euch sagen, niemand hat jemals darüber geschrieben, wie wir Männer uns in dieser Zeit verändern. Du weißt, dass deine Frau schwanger ist und schlagartig verwandeln auch wir uns in Bodyguards. 24 Stunden am Tag. Denn die beiden wichtigsten Lebewesen des gesamten Universums sind allein mir anvertraut. Du gehst durch die Straßen, scannst alle Gefahren. Dann plötzlich in 20 Metern Entfernung öffnet eine ältere Dame etwas zu schwungvoll eine Autotür. Der Auftrag sofort, los sprinten, die gefährliche Autotür sichern. Nein! Sind Sie wahnsinnig? Sehen Sie denn nicht, dass hier eine Schwangere kommt, für deren Wohlergehen ich die alleinige Verantwortung trage? Das hätte sehr ins Auge gehen können. Liebling, du kannst.